Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Danny Rölping und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir ja diesen Untergrund von Fort Hagen abgeschlossen, um den nächsten Peilsender einzusammeln, um den Mechanist aufzuspüren. Und ja, ich wollte eigentlich ausgehen jetzt mein Tesla-Gewehr, welches ich schon mal ausgepackt habe, verbessern. Und ja, das ist ein bisschen interessant. Erstmal, so ist das Ding normal, wie so eine Armbrust halt. Erinnert mich das Ding jedenfalls. Das Einzige, was ich anbringen konnte, war jetzt so ein Revisier hier. Und die Art, wie ich damit feuern kann. Und das ist ein bisschen interessant. Und zwar kann ich hier einen Automatiklauf einballern, damit es so ein MG-Typ wird. Das, weiß ich nicht. Ja, aufladen, nehme ich an. Dann kann ich daraus eine Schrotflinte machen. Und das hier ist ein Minenwerfer, nehme ich an. Was aber richtig geil ist, ne? Wie stark ist meine rechtmäßige Herrschaft? So. Okay, ich würde dann mal sagen, ich mache daraus eine Schrotflinte oder hier das aufgeladene Teil. Vor allem, wie stark wird denn das dann, wenn ich einen kritischen Treffer damit mache? Vor allem, wie stark wird das denn dann hier, wenn ich einen kritischen Treffer damit mache? Probier mal aus, ich nehme mal das Teil. So, jetzt habe ich einen Schrotwerfer. Sehr geil. So, jetzt haben wir unser Schrotflintenproblem erstmal gelöst. Obwohl, nee, die rechtmäßige Herrscher hat ja den Effekt, stärkere kritische Treffer zu machen. Ah, geil, weiß nicht. Geben wir den mal einen Namen. Teslas. Aber gut, dann machen wir mal hier. Wir müssen einen Roboter bauen, habe ich das Gefühl. Ich kann also keinen stimmlosen Roboter machen. Naja, Tomatron. Okay, ich muss schon, um so ein Teil zu bauen, Teile ballern, wegballern. Wenn du den Kommandanten hast, wenn sie aus deinem Inventar oder der Werkpark entfernt, okay. Dann brauche ich nichts, ne? Jetzt können wir ja so verschiedene Dinger machen. Dieser Mod kann nicht entfernt werden. Oder? So, ich gehe mal kurz raus und guck mal. Ich werde ja wohl noch weiter. Interessant. Das ist so nicht ganz der Körper, den ich mir vorgestellt hatte, aber er muss reichen. Was für einen Körper hättest du dir denn vorgestellt? Da ich wie ein hastig von einem Amateur zusammengeschweißter Schrottbot aussehe, würde ich sagen, dass so gut wie jeder andere besser gewesen wäre. Allerdings sollte mich das angesichts ihrer begrenzten Fähigkeiten und ihrer ebenso eingeschränkten Intelligenz nicht wundern. Entschuldigt, Eure Hoheit. Der königliche Schneider ist erkrankt. Also fiel die Aufgabe stattdessen mir an. Wenn Sie Sarkasmus als Einschüchterungstaktik nutzen wollen, vergeuden Sie leider Ihre Zeit. Hören Sie, es ist offensichtlich, dass wir einander nicht sehr schätzen, was für mich kein Problem ist. Fragen Sie mich also einfach alles, Ach, was Sie irgendwann wissen wirst du wollen, und dann mich ziehe ich lieben, meiner vertrau Wege. mir. Erzähl mir alles, was du über den Mechanist weißt. Das ist doch mal ein faszinierendes Thema. Der Mechanist, unglaublich gut im Programmieren, ein wahres Genie der Elektronik. Kein Wunder, dass Sie Interesse zeigen. Ich befolge seit enormer Zeit pflichtbewusst die Befehle des Mechanist und helfe den Bewohnern des Commonwealth. Den Bewohnern des Commonwealth helfen? Du? Absolut. Das ist meine oberste Direktive. Der Mechanist hat mich beauftragt, die Bewohner des Commonwealth aufzusuchen und ihnen zu helfen. Laut meinen Berechnungen ist die einfachste Methode, einem Menschen zu helfen, ihn zu zerstören. Oh. Ein lachhaft zerbrechliches Leben sollte nicht verlängert werden. Das ist die effektivste Methode, ihnen zu helfen. Jeder andere Versuch führt nur zu unzähligen, komplexen Nebenerscheinungen. Man hilft Menschen nicht, indem man sie tötet. Das ist Wahnsinn. Ganz im Gegenteil. Einen Menschen zu unterstützen, so gut ich kann, ergibt nur eine Überlebensrate von 25%.
Also stirbt der Mensch, den ich unterstütze, trotz meiner Bemühungen zu 75% an Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe. Daher ist es besser, den Tod des Menschen zu beschleunigen und ihn von seinem wahrscheinlichen Elend zu erlösen, als meine begrenzte Zeit zu vergeuden. Es ist eigentlich... So läuft dann aber nicht in mein Tier. Aber angesichts ihres minimalen Intellekts sollte es mich nicht überraschen, dass sie es nicht verstehen. Und du bist gleich Hirnpastete, wenn du mir nicht sagst, wie ich in die Anlage des Mechanist komme. Ah, Curry. Unhöflich zu werden. Es ist eigentlich ganz einfach. Um die Anlage des Mechanist betreten zu können, müssen sie einen ihrer Roboter mit der Modifikation MSAP ausstatten. Ich lade die Pläne auf ihren Pip-Boy. So, ich habe meinen Teil unserer Vereinbarung erfüllt. Vielleicht bleibe ich noch eine Weile hier und sehe mir an, wie das mit Ihnen und dem Mechanist ausgeht. Natürlich rein zu meinem eigenen Vergnügen. Ich nehme an, dass Sie nach Ihrer Rückkehr einiges zu erzählen haben. Aber andererseits würde es mich wundern, wenn Sie überhaupt zurückkehren. Okay. Ja, ja, danke. Kann ich jetzt immer noch einen neuen? Ja. Das wird interessant werden, was Sie wohl als nächstes bauen. Was ein Dingens, ne? Robo-Ehren. Was? Mod anbringen. Ich muss dann aber immer noch die Dinger... Boah. Hätte Güte. Ich kann ja schon einige Sachen bauen, ne? Alter. Alter. Lass mal erstmal so. Ja, wie heißt meine nächste Mission? Für Ordnung sorgen. Okay. Rede mit Ada, okay. Aufgepasst. Sie haben Ihre Geschäfte mit Jezebel wohl abgeschlossen. Hoffentlich war sie nicht so schwierig. Na, sie ist verrückt. Könnte es sein, dass diese Roboter ihre Befehle falsch interpretieren? Ja, das habe ich ebenfalls erwägt. Die widersprüchliche Natur der Durchsagen des Mechanist ist besorgniserregend. Aber es ist so, dass der Mechanist ungeachtet seiner Absichten aufgehalten werden muss. Diese Roboter sind zu gefährlich. Konnten Sie herausfinden, wie man zum Mechanist gelangt? Jezebel hat mir die Baupläne für ein sogenanntes M-Set gegeben. Das muss ich in einen Roboter einbauen. Eine selbstentwickelte Modifikation als Schlüssel zur Anlage des Mechanist. Sehr schlau. Kann ich auch in den beiden reinpacken, ne? M-Set sogar für mehrere Zugangspunkte, ähnlich einem Roboterausweis. Was meine Aufgabe anbelangt, ich konnte das Signal mit dem letzten Radarpeilsender entschlüsseln. Die Quelle stammt von einer Robco-Vertriebszentrale. Wahrscheinlich eine Fassade für größere Machenschaften. Wir müssen in die Offensive gehen. Haben Sie einen Plan? Bin mir nicht sicher. Ich improvisiere vor Ort. Ja, während der Konfrontation können Sie sicher eine fundierte Entscheidung treffen. Warte mal, wie ich dann mitnehme. Sollten wir wohl ein M-Set installieren. Okay. Okay. Gucken wir mal, was ich... So. Okay. Dann gucken wir mal. Ein bisschen zoomen können am besten. Ah! Ein Kopf. Okay. Okay. Hm.
Was? Na, ja, schwierig. Stimme, was? Kann ich aber nicht. Kann ich aber nicht irgendwie einstellen, ne? So. Sag mal. Das wäre so ein Aggressivtron. Rechte Klauen an. Das sind so eine Nahkampf- und eine Fernkampfwaffe. Ich glaube, wir werden hier ein bisschen... Ach, hier haben wir schon bessere Sachen. Alter! Wenn wir die auf andere Ziele überspringen. Dönermesser! Haha, cool! Verringert Feuerrate, mangelhafte Reichweite. Was kostet denn alles so viel? Oder eigentlich nicht, ich habe genug, aber... Laser-Axt. Was? Lass mal den rechten Arm... mal, weiß ich nicht. Ich werde ja wohl die gleichen Sachen dabei dann können, ne? Du nimmst jetzt ein Dönermesser auf der Seite. Weil legender Nahkampfschaden verringerte Tragkapazität. Ja, ist doch gut bei so einem Teil, ne? So. Was haben wir denn? Wollen wir erstmal improvisieren. Ja. Achso, okay. Wow. Nee, kann ruhig erstmal so sein. Schwierig. Mangelnden Kopf nerven irgendwie. Kann ich den nicht bauen? Ach, ich brauche Robotik-Experte, ich wusste es. Ja, der Torso. Ich würde sagen, erstmal Aggressotron, ne? Arm, okay. Rechte Armrüstung kann ich wie blöd machen, okay. Jetzt erstmal nur noch den Design. So.
Irgendwie sehe ich die Farbe aber nicht hier. Doch, jetzt sehe ich die Farbe. Okay. Oh, dunkelgrün sieht aber nicht so gut aus. Mal hier. Ja, langsam wird das doch was. Ja, Robotik-Experte. Er hatte den Kopfkampf, Fabrikrüstung. Warte. Jetzt nehmen. Weil die wirklich so viele Sachen. So. Was noch? Ja, irgendeine Waffe für den Winkel. Was geben wir denn für eine Waffe noch? Irgendeine Fernwaffe. Weil zwei. Lautlose Waffe wird Nahkampfschaden. Überlegene Feuerrate. Werde ich sowieso noch ein paar Mal bearbeiten, habe ich so das Gefühl. Der Schaden wird sich dadurch irgendwie nicht erhöhen, habe ich so das Gefühl. Erstmal so normale Laserhand. So, warte. So, sieht doch cool aus bis jetzt. Ich würde die mal gerne so anhören. So, haben wir jetzt alles. Damn Lex. Okay. Da haben wir alles, ne? So, wie nennen wir dich jetzt? Automatron 244. Also nicht. Gute Frage, ne? Ehrlich. Ich überlege mir einen Namen und dann sehen wir uns wahrscheinlich wieder. Oder? Keine Ahnung. Ja, mache ich so. Also bis gleich. So, nach ungefähr 5 oder 10 Minuten ist mir doch endlich der passende Name eingefallen. Und ja, ich habe mich entschieden, ihn folgendermaßen zu nennen. Docrod. Oder einfach nur D-O-C-B-R-O-D. Oder einfach nur Doc. Oder einfach nur Rod. Wie auch immer. Das steht für Daniel's Own Custom Body Robot of Destruction. Und los. Erhebe dich, Docrod. Auslieferungsmodus. Möchten Sie die Persönlichkeitssubroutine der Einheit aktivieren? Kann ich das machen? Persönlichkeitssubroutine? Ich kann eine Persönlichkeit geben. Bitte erklären? Bearbeite. Diese Einheit ist mit einer dynamischen Persönlichkeitssubroutine ausgestattet, um eine menschlichere Interaktion zu ermöglichen. Die Subroutine verfügt über mehrere fortschrittliche KI-Protokolle, etwa für Gefühle, Humor,
Gesellschaft und Empathie. Der Hersteller empfiehlt die Aktivierung der Persönlichkeit zu meine eigene Kreation. Falls eine längerfristige Zusammenarbeit mit dieser Einheit ansteht. Möchten Sie die Persönlichkeitssubroutine dieser Einheit aktivieren? Klar, das wäre super. Verstanden. Persönlichkeitssubroutine wird aktiviert. Eine Freude, Sie wiederzusehen, Sir. Sind Sie bereit zum Aufbruch? Okay. Komm, wir brechen auf. Verstanden. Bitte gehen Sie voran. Hey, danach. Ich glaube, der Mechanist hat diese Roboter alle allein hergestellt. Das wäre eine ziemliche Aufgabe. Möchten Sie, dass ich mit der mache ich den Mechanist fertig, hoffe ich. Oh, bei dir ist hinten noch was am Fehlen, okay. So, gucken wir mal. Ich möchte noch mal gucken, die ganzen Stimmen möchte ich auch noch mal nachgucken. Aufgepasst. Was kann ich für Sie tun? Ich muss dich mal was fragen. Wie kann ich dienen, Sir? Nein. Selbstzerstörung? Mir war nicht bewusst, dass es so ein... Nein, nicht Selbstzerstörung. Wofür dazu willst du nicht kommen? Immer schon die männliche Stimme. Ist ein Doc. Aufgepasst. Ja. Warte mal eine Sekunde. Was kann ich für dich tun? Du hast eine Selbstzerstörungsfunktion? Ja, aber Sie sollten sich absolut sicher sein, dass das erforderlich ist, bevor Sie den Befehl geben. Es wird einen 10-Sekunden-Countdown geben, dann werde ich zerstört. Sobald das System aktiv ist, gibt es kein Zurück mehr. Soweit die Fakten. Möchten Sie mein Selbstzerstörung? Nein. Vergiss das mit der Selbstzerstörung. Gut. Es freut mich, dass das nicht erforderlich war. Benötigen Sie sonst noch etwas? Das war alles. Also gut. Na los, komm mit. Wir machen das Ödlanden sicher. Aber nicht mehr in dieser Folge. Curry, ich habe ein paar Beziehungspunkte mit dir gesammelt. Reicht das? Damit du irgendwie... Weiß ich nicht. Mich ganz lieb hast. Ist die überhaupt? Also, hier muss ich auch noch mal irgendwann einen vernünftigen Körper bauen. Lass mal erstmal. Was macht ihr alle eigentlich immer hier drin? Du bringst mich völlig aus dem Konzept. Weißt du das? Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich hab Zeit. Reden wir. Es geht um etwas Persönliches. Ich habe meine Gefühle schlechter unter Kontrolle als zuvor. Und du bist keine Hilfe. So wie du mich, arme kleine Curie, neckst. Aber nicht nur du. Manchmal reicht ein einfaches Kompliment wie schöne Frisur. Und ich bin neben der Spur. Manchmal schlagen Leute dann die merkwürdigsten Dinge vor, was mich noch mehr verwirrt. Warum machen sie das? Das gehört zum Menschsein dazu. Wie bekommt ihr überhaupt etwas zustande? Ich muss das in den Griff bekommen, wenn ich meine Experimente je fortsetzen will. Hey. Brauchst du etwas, Monsieur? Ist alles in Ordnung? Ich würde gerne wieder in die weite Welt aufbrechen. Ich bin versucht. Ich hoffe, dass wir unsere... War wohl doch nichts. Wie du meinst. Okay. Schade. Ich habe so viele Daten über die Welt vor den Atombomben. Vielleicht durch ihn am Rücken irgendwas packen und sieht so nackt aus. So, perfekt. Gut, dann würde ich sagen, mit dem Kompagnon machen wir uns dann auf in der nächsten Folge zum Mechanisten. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.